Herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute möchte ich euch mal ein Buch vorstellen, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Nicht nur, weil es ein Buch ist, was Gutes für die Umwelt tut, beziehungsweise für die Wale und den Fischfang, sondern halt auch ein Buch, was unheimlich tolle vegane Rezepte enthält. Das ist das erste Mal, dass ich ein Kochbuch vorstelle. Und zwar ist das dieses hier. Das nennt sich Cooking Up a Storm von Laura Dakin. Abenteuer und vegane Rezepte mit Sea Shepherd. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, von Sea Shepherd. Das ist eine Flotte mit, ich glaube, 4 Schiffen. Die sind also in den Meeren unterwegs, um Wale zu retten. Ich lese euch mal so ein kurzes Stück vom Rückentext vor. Ich brauche eine Brille, das wisst ihr. Ich bin schon alt. Also, die Sea Shepherd Conservation Society ist eine gemeinnützige Organisation, die zum Schutz der Meere gewagte Aktionen durchführt, um das Abschlachten bedrohter und gefährdeter Meeresbewohner zu beenden. Da eine vegane Ernährung im Kampf gegen die Zerstörung der Weltmeere essentiell ist, wird auf allen Schiffen der Flotte ausschließlich vegan gegessen. Ja, und hier sind jetzt 80 tolle Rezepte drin, das ist also schon eine ganze Menge, total köstlich und Rezepte, mit denen man auch so eine Seemannsmannschaft richtig gut satt machen kann und die dann auch richtig zufrieden damit sind. Ja, ich zeige euch mal kurz, wie das Buch aufgebaut ist. Also das hier ist jetzt zum Beispiel die Laura Dakin, die da die Köchin ist. Es gibt in dem Buch ein paar kleine Geschichten, wie das Schiff so im Einsatz unterwegs ist, also richtig gut geschrieben. Und es ist aufgeteilt hier in Frühstück, in Suppen und Hauptgerichte, Salate, Beilagen, Soßen, Aufstriche, Dips, Brote, Kuchen und Süßes. Und dann zwischendurch halt immer mal so ein kleiner Abschnitt mit einer kleinen Geschichte, also richtig nett. Ja, Bilder sind jetzt nicht so viele drin, also hier zum Beispiel ist ein Frühstück, einmal Rührtofu. Ja, dann haben wir, wie gesagt, es sind nicht so viele Bilder drin, leider. Das ist vielleicht für manchen von euch ein Problem. Ich habe das schon mal öfter so in Rezensionen gelesen, dass Kochbücher ohne Bilder bei manchen nicht ankommen. Hier gibt es halt wirklich nicht viele Bilder, aber ich finde, trotzdem lohnt sich das Buch. Alleine schon deswegen, weil das unheimlich gut aufgemacht ist. Also hier zum Beispiel haben wir das Thema Suppen. Und hier stehen dann direkt alle Suppen, die in den nächsten Seiten kommen. Und die Rezepte, die sind halt von den Zutaten her, von der Liste der Zutaten her, echt überschaubar. Und das ist ja das, was ich besonders gerne mag. Die können ja auf dem Schiff jetzt nicht ohne Ende Lebensmittel mitnehmen. Und deswegen versuchen die hier aus einem gewissen Grundkontingent immer irgendwas zu zaubern. Und das finde ich richtig toll. Und hier sieht man dann zum Beispiel auch wieder zwei Rezepte, eine Erbsensuppe und eine Linsensuppe. Und hier das kleine Stückchen, das sind jetzt wirklich nur die Zutaten, die da drin sind. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das ist wirklich sehr überschaubar. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel nochmal ein Bild. Nudelsuppe mit Kichererbsen für die vegane Seele. Und dann halt zwischendurch immer mal so ein paar kleine Geschichten. Und eins, so ein kleines Stück, das hat mich besonders berührt, das lese ich euch gerade mal vor. Wal Ahoi. Das ist es. Deshalb sind wir hier. Dafür opfern wir Monate weit weg von unserem Leben. Dafür wagen wir uns in die gewaltigen Stürme und eiskalte Temperaturen. Diese sanften Giganten, warmblütig, mit eigenen Familienverbänden. Schon beim ersten Anblick kommen uns die Tränen. Intelligent und freundlich wie sie sind, lassen sie uns in Ruhe. Wie Würmer könnten sie uns zerdrücken, aber stattdessen erheben sie sich langsam für ein freundliches Hallo aus dem Wasser. Aber leider behandeln wir Menschen sie nicht so freundlich. Es gibt immer noch solche, die sie jagen, mit ihren seetüchtigen Kampfeinheiten, bewaffnet mit Radar, Echolot und Schiffsartillerie. Ja, das ist echt traurig, aber das Schöne daran ist, dass die halt unterwegs sind und alles daran setzen, um so wenig wie möglich die sich durchsetzen zu lassen. Und dann kommt hier zum Beispiel hier hinten auch noch mal so ein kleiner Absatz. Und das fand ich jetzt auch irgendwie berührend. Für einen Moment steht die Zeit still. Wir fahren mit unserem Boot neben das Jagdschiff, nur einige Meter entfernt. Fast möchte ich es berühren, so als müsste ich mich versichern, dass es real ist.
Ich habe Bilder von diesen Mörderschiffen gesehen, aber dieses ist genau hier und ich auch. Eine Sekunde lang schaue ich mich um und mir wird blitzartig klar, dass meine Crewkollegen und ich in einer Welt mit 7 Milliarden Menschen die einzigen sind, die in diesen Minuten diesen Kampf führen. Vor mir sehe ich nicht nur ein Schiff, sondern eine 130 Meter lange, 8000 Tonnen schwere Maschine, die nur für einen Zweck gebaut wurde, unschuldige und sehr intelligente Meeresbewohner zu ermorden. Und deshalb ist das Schiff hier in einem Gebiet, das als Schutzgebiet für Wale deklariert ist. Ja, es gibt halt noch mehr solcher Geschichten, auch eine kleine Geschichte, wie sie im Sturm kochen muss. Und was dann hinterher die Crew dazu sagt, die guckt nämlich dann blöd, weil sie es schon wieder vergessen hat, dass es stürmisch war an dem Tag. Also wirklich ein bisschen lustig, nachdenklich geschrieben. Und deswegen mache ich jetzt ein Rezept mit euch zusammen, und zwar Tofu süß-sauer. Los geht's! Und so sieht das fertig gekochte Ergebnis aus. Richtig lecker. Und das jetzt sind die Zutaten, die wir dafür benötigen. Tofu, Paprika, Zwiebeln, Tomatenmark. Jetzt habe ich mal 2 Dosen Ananas gekauft, weil ich nicht wusste, ob das reicht, eine Dose. Essig, Apfelessig ist das, Pak Choi, ein bisschen Zucker, Salz, Pfeffer und ein bisschen Stärke und ein bisschen Wasser. Ja, ist jetzt nicht ganz so wenig, aber auch nicht so viel. Das Rezept insgesamt braucht recht lange, ist aber von der Arbeit her nicht viel Arbeit. Wir brauchen jetzt hier erstmal, also ich habe jetzt die Hälfte ungefähr dieses Rezeptes gemacht, wie es im Buch steht. Das war mir nämlich ein bisschen zu viel. Da steht jetzt 6 Tassen Ananasstücke. Ja, da ist immer die Frage, was sind Tassen? Ich habe hier bei meinem Instant Pot Verschnitt, also bei dem First Multikocher, habe ich hier so einen Cup-Becher dabei. Und das benutze ich halt immer, wenn irgendwo Tasse steht, als Tasse. Und jetzt habe ich da praktisch jetzt 3 Tassen Ananas abgemessen und da bleiben jetzt nur noch ein paar Stückchen dann übrig und ja, die habe ich natürlich jetzt auch mit reingetan. Wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr ja, dass ich das mit den Mengen nicht so genau nehme, weil ich hasse kleine Reste und so viel kann das dann vom Geschmack her hinterher auch nicht ausmachen. Also ich nehme das nie so genau. Dann brauchen wir noch Ananassaft, das sind in dem Fall jetzt 2 Tassen. Da habe ich nicht genug gehabt, da habe ich dann einfach noch ein bisschen Wasser hinterher gekippt. Jo, und dann brauchen wir Paprika, laut Rezept grüne und rote. Ich hatte jetzt hier aber so einen Dreiermix und ich finde auch nicht, dass das jetzt irgendwie besonders wichtig ist. Und ich habe jetzt diese 3 Paprika in Würfel geschnitten und dann auch mit in den Topf gegeben. Ja, in dem Topf befindet sich jetzt also die Ananas und die Paprika. Des Weiteren brauchen wir noch 1 bis 2 Zwiebeln. Ich habe jetzt 2 Zwiebeln genommen und ihr kennt das ja von mir schon mit meinem Fissler Feincard. Also ich bekomme keine Werbung oder irgendwas, kein Geld dafür. Ich bin einfach so begeistert von dem Teil. Ja, und die Zwiebeln, so sehen die jetzt noch ein paar Mal ziehen aus, die kommen dann auch mit in diesen Topf. Also das ist jetzt erstmal einfach nur so ein bisschen Schnibbelarbeit. Dann brauchen wir noch Tomatenmark. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch drunter. Ich habe vorher mit dem Verlag gesprochen, dass ich das darf. Ja, dann brauchen wir noch Apfelessig. Ich habe das jetzt hier abgemessen. Das laut Rezept sind das 1 Tasse und ich habe jetzt 1/2 genommen. Man kommt dann auch schon mal so ein bisschen durcheinander, wenn ich hier alles teile. Dann habe ich auch von dem Zucker erstmal ein bisschen zu viel reingetan. Da musste ich dann noch ein bisschen abnehmen. Ja, das Ganze wird jetzt gut verrührt. Und dann ist das ganze Geheimnis jetzt erstmal, damit die Soße wirklich richtig lecker wird, kochen, kochen, kochen. Also das wird jetzt einmal aufkochen lassen und dann muss das Ganze ungefähr 1 Stunde, also laut Buch 70 Minuten, kochen, zwischendurch immer mal ein bisschen umrühren. Dann kann man kurz vor Ablauf der Zeit schon mal den Tofu schneiden. Ich habe jetzt hier einen genommen, ich glaube, das war aus dem Aldi. Es sollte auf jeden Fall ein schnittfester Tofu sein, damit der nicht so zerfällt. Manche sind ja doch ziemlich weich. Ja, und ihr seht das jetzt hier, ich habe jetzt auch von der Mengenangabe wieder etwas mehr gehabt, als laut Rezept jetzt vorgesehen war. Aber was soll ich jetzt mit so einem kleinen Stückchen Tofu noch machen? Ich habe das jetzt alles da reingegeben.
Und das muss jetzt auch noch mal eine Weile kochen. Und dann kann ich in der Zwischenzeit schon mal den Pak Choi schneiden. Laut Rezept wird er in Scheiben geschnitten. Ich weiß aber aus der Vergangenheit, dass die härteren Stücke da unten etwas länger zum Garen brauchen und diese feinen Blätter da oben sehr, sehr schnell durch sind. Deswegen habe ich das geteilt und habe jetzt praktisch dann erstmal diesen härteren Bereich von dem Pak Choi noch mit dazugegeben. Habe das jetzt nochmal so ungefähr 5 Minuten köcheln lassen und dann kurz bevor das servierfertig ist, habe ich dann die Blättchen noch dazugegeben. Ja, und dann kommt noch ein bisschen von dem Stärkemehl mit Wasser vermischt da rein, damit das Ganze auch ein bisschen Bindung bekommt. In der Zwischenzeit habe ich parallel dazu übrigens Reis gekocht. Das habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Ihr seht den Topf hinten links stehen. Ja, da habe ich jetzt die grüneren Blätter von dem Pak Choi mit hinzugegeben. Dann muss das Ganze einfach nur mal umgerührt werden und einen Augenblick durchziehen. Und dann müssen wir das Ganze nochmal abschmecken. Denn was jetzt noch fehlt laut Rezept ist Salz und Pfeffer. Ich habe jetzt dann das mal abgeschmeckt, habe dann auch Salz und Pfeffer noch hinzugegeben. Irgendwie fehlte mir da jetzt aber noch so ein bisschen was und ich habe dann noch ein bisschen Sojasauce mit reingegeben. Das steht jetzt im Rezept nicht drin, aber das kann man ja machen. Und das ist übrigens auch abwandelbar mit jeder anderen Art von Gemüse. Also man ist jetzt nicht unbedingt daran gebunden. Der Pak Choi kann wunderbar durch Chinakohl ersetzt werden. Oder man kann auch Möhren, Erbsenschoten, Brokkoli oder was auch immer da reingeben. Ja, und das hier ist jetzt das fertige Ergebnis. War wirklich sehr lecker. Ein Rezept aus dem Buch Cooking Up a Storm von Sea Shepherd. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt danke fürs Zusehen und tschüss und bis bald.